So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Wir haben heute wieder ein kleines Unboxing-Video für euch vorbereitet. Dänisch hat Post bekommen, Jack war gerade da, hat geklingelt, ich hatte keine Hose an, ne? Dann hatte ich die Hose so halb an und guckt euch das mal an. Der Adi hat das Paket schon entgegengenommen, als wüsste er, dass da was für ihn drin ist. Da ist nämlich was für den Adi drin. Ich weiß nur nicht, wie wir das jetzt hier machen. Okay. Zack, und gegen die PlayStation 10, ne? Ich habe nämlich schon die 10er-Version anstatt die normale. Wundert euch nicht über mein Outfit, ich packe euch jetzt mal kurz dahin und dann packe ich mal kurz den Karton dahin und dann will ich den mal kurz versuchen hier irgendwie aufzumachen und das mal rauszuholen und dann mal zu gucken, was da drin ist. Können wir das trotzdem noch mal nehmen. Guckt euch die Wurst an. Oh, da zuckt's. Adi, ich hab's gesehen. Das Alien hat sich schon wieder bewegt. Manchmal erinnert mich der Adi an Alien die Wiedergeburt. Wenn er da sitzt und hier hinten das einfach die ganze Zeit so rumzuckelt und rummacht, ja. Jetzt müssen wir das hier nur noch aufschneiden. Adi, aufschneiden. Nein, Adi, tu's nicht. Adi, mal kannst du mal... Nein. Adi, nein! Adi, Schatz! Ach, dann mache ich es halt hier vorne. So, einfach mal hier aufschneiden oder so tun, als ob. Wenn wir es jetzt hochziehen, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Adi, ich krieg's nicht. Also muss ich aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Adi, siehst du schon was? Nicht? Wir probieren es mal weiter hinten mit anheben, mit rausreißen, ungefähr so. Jetzt Hammer, so die Schere ist auch verschwunden. So, jetzt müssen wir nur noch hier vorne das abmachen. Dann hier drüben das abmachen, dann hier das abmachen. Und jetzt guckst du dir mal an, was du da Schönes hast. Ich extra nämlich hier Papier bestellt, dass der Adi sich da reinlegen kann. Zack, und da liegt er schon drin. Och, ganz freiwillig von alleine hat er sich da reingelegt. Die kleine Sau, guckst du dir an? Na egal, wir müssen das jetzt mal hier rausziehen. Nämlich einmal so. Alter, das ist ein unendliches Stück Papier. Nur ein kleines Stück Papier, ja, in der unendlichen Edition. Ja, dann komm mit raus. Komm, hier ist noch mehr Papier. Papier. So, und hier drin haben wir jetzt, wenn der Dicke mal hier runter geht, eine Pui Pet Design for Pets. Design in Germany. Made in Britz. Puipet.de, das müsste jetzt nämlich eine Katzenhängematte sein. Und sehr schön, dass sie in letzter Zeit alles, was sie machen und liefern, immer hier in diese komischen Tüten reinmachen, die ihr dann ungefähr so, Alter, was für eine Kameraansicht, die ihr dann so aufmachen könnt, rausnehmen könnt und dann hoffentlich irgendwie... Ach so, das ist irgendwie noch zu und das muss man irgendwie noch aufmachen. Moment, ich stelle euch mal kurz hier rein, damit ich mir das mal hier kurz angucken kann, was man hier machen muss. Das sind die zwei Dinger. Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich meine, gut, das sieht jetzt hier simpel aus. Erstens, du nimmst ein Maßband und guckst, wie dick die Heizung ist. Zweitens... Ja. Drittens, du machst den Sack zu. Viertens, der Sack hängt, aber wir können uns ja, solange wir das angucken, solange ich verwirrt bin. Cat, Noun. Cyril Ruler außer Haus, ne? A fluffy friend who likes to use you as a warming pad. Purring bundle of Furvis Retractable Claws
Wu's Hair Dominates Your Couch. Ja, die finde ich auf jeden Fall schön, diese Karte. Die werde ich mir, denke ich mal, an die Wand hängen, ne? An die Wand von meinem Mülleimer. Der Adi versucht sich gerade zu ersticken, so wie das aussieht. Er geht halt in die Tüte. Adi, mach's nicht! Aber ich muss immer noch versuchen, das irgendwie an die Heizung zu kriegen. Ich verstehe das halt nur nicht, weil, wenn das jetzt hier trotzdem irgendwie die Liegefläche ist, wo die drauf liegt, und das hier dann hinten hoch geht, okay, kann es ja sein, dass das dann hinten hoch geht, aber es für mich keinen Sinn macht, wenn das hoch geht und über die Heizung kommt und man das zumacht. Ja gut, das wird, ja, nee, wenn es einmal ausgerichtet ist, könnt ihr es wahrscheinlich dann wieder zumachen und dann hängt das halt so komisch dran. Ich habe nur gedacht, das muss blank sein, um an die Heizung zu kommen, aber vielleicht kann man das wieder zutüdeln und es hält dann so und ist alles da drin rumgeflaxt. Keine Ahnung, das geht hier wieder runter. Ich finde das sehr merkwürdig, Adi, was sagst du dazu? Der Adi fängt die Tüte. Lass mal Adi mal die Tüte fangen in Ruhe. So, jetzt gucke ich nochmal hier drauf. Ausmessen. Es ergibt für mich immer noch keinen Sinn. Ja, gut. Die Dinger kannst du drehen. Da ist ein Gewinde dran. Je nachdem sind die halt länger oder kürzer. Aber wie gottverdammt können die das denn wieder zumachen? Das geht überhaupt nicht. Ja, die ist immer noch am Durchdrehen. Ich habe das jetzt mal hier dran gehangen. Das heißt, ich habe das natürlich den Reißverschluss aufgemacht. Habe das jetzt hier drum gemacht. Ne? Also, wenn ihr das dreht, wird das länger oder kürzer. Aber wenn das hier hinten so drüber geht, dann kann ich doch das hier nicht zumachen. Die machen das einfach wieder zu und das war's dann. Und wenn das zu ist und da hinten geht, dann geht das doch nicht. Jetzt hängt das hier so provisorisch dran. Das ist auf jeden Fall irgendwie nicht richtig. Keine Ahnung. Hier ist eine Mulde. Hier ist die Liegefläche ein Stück. Aber wenn er hier dran zieht, dann tut sich das hier oben wieder alles abwölben. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Außerdem wirkt es alles sehr klein. Ich weiß gar nicht, ob der da reinpasst. Adi, komm mal mit. So, leg dich mal hin, guck's dir mal an. Ist das jetzt was? Ist das nix? Ja, wühl, friss. Guckt euch das an, die Fußmaniküre jetzt neu, extra am Start. Macht dahin auf Wolverine. Adi, wie findest du das? Kann man da drin liegen? Vielleicht sollte ich das nicht so nah Richtung Sofa machen, sonst geht er da einfach raus. Obwohl er da gar nicht raus soll. Man kann das ja drüben noch hinmachen, man kann das vorne hinmachen, man kann das keine Ahnung was hinmachen. Ich glaube, er findet die Tüte irgendwie interessanter. Die Tüte ist interessanter als alles andere. Also, das hier, das kann man auch noch hin und her schieben. Ich bin immer noch verwirrt. Ich kann es ja nochmal versuchen zuzumachen und dann. So, jetzt nochmal für ganz Dumme. Wie gesagt, wenn ich das aufhab und die so nach hinten mache, beide, ja, dann ist das ja klar. Dann habt ihr hier Haken und dann könnt ihr das so drum machen. Die zeigen aber, man soll das zumachen. Um es zuzumachen, müsste ich die aber wieder zur Mitte stellen. Dann kann ich es zumachen, dann kann ich es ja aber nicht dranhängen, weil dann liegt das ja einfach auf der Heizung, aber es muss ja jetzt hier wieder runtergehen. Jetzt kann ich nachträglich natürlich das nehmen und hier vorschieben, sodass ich das hier habe. Wenn man das reinquetscht, sieht man auch, okay, die andere Seite, wenn ich die andere Seite auch noch runterschiebe, sodass ich hier zwei Teile in der Mitte habe, die runtergehen, das ergibt meines Erachtens nach gar keinen Sinn. Jetzt packe ich das nämlich da drauf.
Jetzt ist es zu. Es geht auch nicht gerade nach unten, sondern es schiebt sich wieder hier rüber, sodass es kaum noch Halt hat. Denn wenn es richtig ist, dass es nach unten geht, ist es so. Und das andere so. Jetzt wären beide Haken direkt nach unten, dass die schön um die Heizung rumfassen. Der hier und der hier. Und es ist zu. Und das sieht richtig scheiße aus und so ist das bestimmt auch nicht gedacht. Also, irgendwas passt auf jeden Fall nicht. Adi, willst du noch mal drauf? Willst du es dir noch mal angucken? Adi, Schatz, guck mal. Adi. Tot. Ich habe keine Ahnung, das Teil überfordert mich jetzt schon. Werden es wohl so machen wie beim ersten Mal, dass man das so hinhängt und das auflassen, aber irgendwie ist das offen trotzdem nicht so, wie es sein soll. Naja, aber gut gemeint, vielleicht schicke ich es auch zurück, weil es irgendwie komisch ist. Erstmal gucken, ob er sich da ein bisschen rantraut oder ob er es sowieso meidet. Ansonsten keine Ahnung, was das sein soll. Nochmal mir die Bilder angucken oder mal danach googeln. Vielleicht gibt es ja ein Video, ein Tutorial, wie man das an die Heizung hängt, wenn man richtig dumm ist. Kann man sich bestimmt mit einem Tutorial im Leben immer weiterhelfen. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.